Der Strich ist nicht zu erkennen. Und Mademoiselle Destange? Ist frei. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ganimard weiß übrigens nichts von unserem Geschäft. Aber jetzt zu Ihnen. Ich übergebe Sie nun Inspektor Ganimard. Er wartet schon auf ein Zeichen von mir. Sie sind verhaftet. Nehmen Sie die Hände hoch. Ist ja gut, ich ergebe mich. Haltet ihn fest. Sie beeindrucken mich, mein guter Ganimard. Aber warum blicken Sie so finster drein? Los, freuen Sie sich. Hier sind meine Hände. Wollen Sie mir nicht Handschellen anlegen oder haben Sie keine dabei? Wie viele Polizisten haben Sie mitgebracht? 20? Oh, das ist eine Menge. Sie schüchtern mich ein. Inspektor Ganimard, meine Aufgabe ist erfüllt. Darf ich Ihnen den echten blauen Diamanten überreichen? Er gehört Frankreich. Sie wollen abreisen? Was ist mit der blonden Dame? Sie wollten sie mir übergeben. Das war ein Irrtum. Ich kenne die Person nicht. Ja, aber die blonde Dame ohne Sie? Ich habe Ihnen Lupin übergeben. Ein Engländer pflegt sich nicht länger aufzuhalten, wenn seine Geschäfte beendet sind. Gute Reise. Glauben Sie mir, ich werde unsere innige Beziehung nie vergessen und meine Empfehlung an Mr. Wilson. Dann leben Sie wohl, Mr. Sholmes, und haben Sie Dank. Leben Sie wohl. Ich werde Arsène Lupin jetzt ins Gefängnis bringen. Hey, Ganimard, was machen Sie denn da? Eine Hausdurchsuchung? Das ist zwecklos. Es ist nichts mehr da. Kein einziger Fetzen Papier. Ja. Meine Archive sind an einem sicheren Ort. Wer weiß? Aber bitte beeilen Sie sich. Ich habe noch eine Verabredung. Ja, in der Polizeipräfektur. Ha, dahin gehe ich nicht. Ich habe dort nichts zu tun. Hören Sie, Lupin. Bis jetzt bin ich Ihnen gegenüber zuvorkommend gewesen. Aber alles hat seine Grenzen. Auf geht's in die Präfektur. Das geht nicht. Ich werde zu meiner Verabredung gehen. Ergreift ihn! Au! Ah, verflixt! Nicht so fest, wir wollen ihm ja nicht die Knochen brechen. Wie nett, Ganimard. Ihre Leute schlagen mich gerade zusammen. Sie haben selbst Schuld mit Ihrem Starrsinn. Ja. Na gut, nehmen wir den Aufzug. In meinem Zustand wollen Sie mich doch nicht die Treppe gehen lassen. Na gut. Leute, ich fahre im Aufzug mit. Ihr geht gleichzeitig die Treppe hinunter. Hey, nein, nicht nach oben, nach unten. Was soll denn das? Alle Mann nach oben! Wo fährt der Fahrstuhl hin? Es geht doch gar nicht mehr weiter. Er durchbricht die Decke. Hilfe! Ganimard, ich hatte Sie gewarnt. Arsène Lupin lässt sich nicht verhaften. Wir sind in der Dienstbotenetage. Ich habe den Fahrstuhl so präpariert, dass er hier hält. Über die Treppe kommt man nicht herauf. Adieu, Ganimard! Verflucht! Der Mistkerl hat mich reingelegt.